Komm her, du Arschloch. Zeig dir, wo der Hammer hängt. Aua! Aua! Okay, der hat uns gezeigt, wo der Hammer hängt. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Rollenspielfreunde. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Elex. Wir sind unterwegs mit Kaya, beziehungsweise waren in der letzten Folge mit Kaya unterwegs in ihrer Quest und waren jetzt zum Schluss bei einem Weltenherz, wo wir es mit richtig heftigen Gegner zu tun bekommen haben. Wir haben es alles im Griff gehabt und Kaya hat irgendwie mit dem Elex kommuniziert. Und wir haben dazu jetzt sogar einen Questeintrag bekommen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Da haben wir Verlust der Menschlichkeit. Kaya empfindet ein gewisses Taubheitsgefühl nach ihrer Meditation in der Nähe eines natürlichen Elex-Vorkommens. Wenn sie nicht bald pures Mana bekommt, besteht die Gefahr, dass sich ihre Persönlichkeit verändert. Wir haben ihr schon einmal pures Mana gegeben und ich glaube, wir müssen ihr nach jeder Meditation möglicherweise pures Mana geben. Deshalb machen wir das mal eben. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Okay, denn wir wollen nicht, dass sie ihre Menschlichkeit verliert. Denn unser Charakter hat ja gerade seine Menschlichkeit wiedergefunden. Wie geht es dir? Ich bin okay. Okay, wir sind eine Stufe weiter. Sie respektiert uns jetzt. Vorher war sie noch neutral. Gut. Gut. So, und ich habe mir für diese Folge mal eine leichte Aufgabe vorgenommen. Ich hoffe zumindest, es ist eine leichte Aufgabe. Und zwar werden wir... Dazu rufe ich nochmal das Questlog auf. Ich glaube, wir finden... Ah, hier, habe ich schon ausgewählt. Raketenbohnen. Eine kleine Gruppe von verwegenen Gestaltenen hat sich auf Magellan breit gemacht. Wenn ich nachvollziehen will, was mit ihnen auf sich hat, sollte ich alle nötigen Informationen zusammentragen. Genau das werden wir machen. Sieht nämlich einfach aus. Ein Audiolog haben wir ja schon bereits gefunden. Kann ich noch weiter rauszoomen? Nee. Und drei weitere gibt es. Und zwar eins im Lager der Outlaws, eins im Lager der Kleriker und hier scheint noch eins zu sein. Und ich würde sagen, wir fangen im Lager der Kleriker an. Dazu muss ich hier mal reinzoomen. Das sieht aus, als könnte man es relativ einfach finden und wir reisen mal zu diesem Teleporter. So, da wären wir. Ich habe übrigens keine Ahnung, welche Umstände das gewesen sind, dass die Arbeit Rocket Beans Arbeit nach sich. Es in dieses Spiel geschafft haben. Habe ich keine Ahnung. Ich schaue die Rocket Beans in der Regel auch nicht. Okay. Ach, wir waren noch da. Kann ich hier rein? Hier offenbar nicht. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ja. Okay, hier ist der Anführer, ne? Der Balder. Und hier darf ich wahrscheinlich auch nicht rein. Aber da das hier gerade keiner sieht. Das ist die letzte Aufzeichnung. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. War doch klar, dass die Kleriker Chat vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Okay, wir sind auf der Suche nach Chat, wenn ich das richtig verstehe. Wer auch immer Chat ist, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung von den Rocket Beans. Ich habe da wohl mal reingeguckt irgendwann. Ich kenne auch nicht so zumindest den Simon damals noch von Giga und so. Verstehe einer die Kleriker. Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Ja, ich meine, du spürst momentan sowieso nicht allzu viel, ne? Okay. Hätten wir das hier erledigt? Ich würde das ja gerne noch mitnehmen, ne? Keiner gesehen. Okay, dann würde ich sagen, verpieseln wir uns hier wieder. Und zwar direkt ins Lager der Outlaws. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Rocket Beans haltet, ob ihr sie schaut, ob ihr sie mögt und so weiter und so fort.
Wir können dahin reisen. Zum Bunker des Dukes. Hier kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Müll gelabert habe. Der Simon, ob der überhaupt... Ist er bei den Rocket Beans überhaupt? Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht genau. Ist auch egal. Haut's einfach mal in die Kommentare, was ihr von den Bohnen haltet. Zu welchem müssen wir jetzt? Links oder rechts? Wahrscheinlich links, ne? Wenn der da oben ist, ist links. Kommen wir da rüber oder? Nee. Da unten ist eine Höhle. Oh. Oh, was ist das? Ein Tresor? Elmas Tresor. Aber wir können ihn nicht hacken. Wer war denn Elmar? Elmar, das Elmar hört sich so... Hört sich nach einem Kleriker an, oder? Elmas Tresor. Ja, okay, wir können ihn eh nicht hacken. Ja gut, hier mal wieder, hier backt wieder rum. Wir können ihn eh nicht hacken. Liegt hier vielleicht der Code irgendwo? Nee. Wer war denn jetzt verdammt nochmal Elmar? Ich frage mich jetzt, ob wir vielleicht für die Bohnenliebe da unten hin müssen. Zumindest stimmt die Richtung. Oder ist das der... Nee, das ist der Ausgang, glaube ich. Ja, alles klar. Aber vielleicht ist das trotzdem da. Das ist der Ausgang von der Kneipe. Wir waren hier schon mal. War er da hinten, Elmar? Nee, ne? Elmars Tresor. Das haben wir schon mal abgebaut. Wir müssen auf jeden Fall eine Ebene weiter... Es muss hier sein, auf jeden Fall irgendwo. Noch weiter oben, okay. Och, so wird das nicht. Das ist doch die Kiste, ne? Wir könnten das nochmal probieren. Mich würde jetzt echt passieren, wir sind jetzt hier einfach so hingekommen. Mal gucken, was passiert. Ohne Schlüssel wird das nichts. Achso, wir haben keinen Schlüssel mehr. Alles klar. Ich hatte das, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Splitter. Interessanter Gedanke. Ich hatte die Quest, glaube ich, auch gar nicht wieder angestoßen, wenn ich mich nicht irre. So, hier muss jetzt irgendwo dieses Boden bedienen. Ich will gar nicht wissen, welche Ausdünstungen hier in der Luft liegen. Das ist doch nur Blödsinn. So schlimm ist es doch gar nicht. Immer wenn sie den Mund aufmacht. Letztes Bad liegt wohl auch schon einige Zeit zurück. Oder später musste das ja passieren. Ist er wirklich selbst dran schuld? Da ist es. Das kann er sich von der Backe putzen. Ja, Chat war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht. Aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Da waren wir ja schon, bei den Klerikern. Okay, haben wir eigentlich nur noch ein Ziel und das wäre dort. Und da kommen, das wird es am schwierigsten hinzukommen. Jetzt ist die Frage, von hier oder von da? Wie ist es besser? Ich würde fast sagen von hier, weil hier ist auf jeden Fall noch irgendwas Interessantes, habe ich das Gefühl. Es kann natürlich auch unseren Tod bedeuten. Jetzt haben wir Grafikfehler hier. Okay, geht nicht wieder weg. Ah, okay. Ja, ist jetzt, boah, schwierig. Wir fangen hier an. Wir reisen hier hin. Zu Sandy Pines. So, da wären wir. Und hier führt irgendwo auf jeden Fall ein Weg. Da, glaube ich. Bin ich auf dem richtigen? Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen die Straße auf jeden Fall.
Also ich selbst bin jetzt kein Fan der Rocket Beans. Habe ja schon gesagt, also ich habe da schon mal reingelinst, aber spricht mich jetzt nicht so an. Ich bin da einfach die falsche Zielgruppe, denke ich. Aber ich weiß, oh, wohl, dass die auch Elex spielen. So einmal die Woche oder so. Komm her, du Arschloch. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Aua! Aua! Okay, der hat uns gezeigt, wo der Hammer hängt. So. Ja, auch den können wir langsam aber sicher mit dem Schwert plätten, finde ich gut. Ist natürlich ein bisschen langsamer, dieses Zweihandschwert, dieses Kriegerschwert. Aber haut besser rein. Ein kleiner Energiespeicher. Den wir wahrscheinlich irgendwie nie brauchen werden. Ich weiß gar nicht, was man damit anfangen kann. Da müssten wir, glaube ich, Kleriker sein, um den einsetzen zu können. Autsch! War gut, dass ich ihn gesehen habe. Ein Schakal. Ich sehe nix. Der ist ein bisschen hartnäckiger als dieser Rudelführer eben, hatte ich das Gefühl. Aber wir haben ihn. Ich muss kurz mal in die Einstellung gucken. Ich hatte das eigentlich umgestellt. Das geht unter Schwierigkeitsgrad. Aha, Nahkampffokus. Steht wieder auf Auto. Und ich hatte es... Ne, warte mal, ist das überhaupt das Richtige? Ist das überhaupt das Richtige? Warte mal. Wenn ich jetzt zurückgehe, hat er da was geändert? Aber es steht auf Benutzer definiert. Achso, hat er jetzt auch auf manuell gelassen, alles klar. Ich glaube, das ist das Richtige. Manuell, der Nahkampffokus war das. Alles andere lasse ich natürlich so wie auf normalem Schwierigkeitsgrad. Nur eben diesen Nahkampffokus. Wahrscheinlich muss ich das so mal speichern. Wahrscheinlich hätte ich das umgestellt und dann irgendwie den alten Spielstand wieder geladen und dann war das wieder weg. Da lässt sich nämlich deutlich besser kämpfen dann. Da ist wieder irgendwas. Irgendwas erwartet uns da. Oh, oh, da ist ein Hacker bei. Oh, die bekämpfen sich. Okay, der Hacker ist hin, das ist gut. Achtung! Ja, verdammt, ich mach's immer wieder falsch. Keine Ausdauer. Fuck. Ja, so klappt das Kämpfen ein bisschen besser, glaube ich. Man muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, auf jeden Fall. Aber so wird das auch ein bisschen dynamischer mit den Kämpfen. Allerdings muss man die Kamera eben oft selbst justieren. Sonst schlägt er möglicherweise ins Leere. Tja, ich würde jetzt gern tatsächlich da hochgehen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir hier hochgehen. Und es lädt gerade auch irgendwie sehr ein, finde ich. Vielleicht war es doch nicht so sinnvoll. An dem müssen wir vorbei. Ich hoffe, der bemerkt uns nicht. Ich glaube, der steht auch mit dem Rücken zu. Nee, er steht nicht mit dem Rücken zu uns. Ah, ich will mal kurz drauf ihn zielen. Das ist so ein Unhold, oder? Das nehmen wir mal mit. Ist das ein Unhold? Wir gehen erstmal hier hoch. Und jetzt schauen wir mal, was das für einer ist. Zeigt's nicht an. Ein Bergtroll, okay. Ich glaube aber, dass wir nicht gegen den kämpfen sollten. Okay, kommen wir da hoch? Bin mir sicher. Gerade so. Ey, du Arschloch.
Was? Habe ich den nicht getroffen? Aber diesmal habe ich den ersten Schlag gemacht. Aber der hat kaum Schaden genommen. Was ist denn da los? Ich glaube, der hat geblockt. Nee, der ist einfach sehr hartnäckig. Verdammte Axt. Hartnäckiges Arschloch. Okay. Wolfskraut. Ja, ich muss jetzt schnell noch ein paar Folgen aufnehmen, denn ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Bei mir bahnt sich schon wieder eine Erkältung an. Hab schon Halsschmerzen. Das ist kein gutes Zeichen. Gut, weiter in die Richtung hier. Da wartet auch schon das nächste Vieh auf uns. Ich speichere mal eben, sicherheitshalber. Das war nichts. Oh, oh. Ja, auf mich zu bespucken, du Arschkrampe. So. Na toll, jetzt kullert der da runter. So weit, so gut. Das kann jetzt nicht mehr weit sein, oder? Ich guck mal auf die Karte. Doch, ist doch noch eine ganze Ecke. Aber hier kommt jetzt ein Weg gleich. Ja, da ist der Weg. Ich würde sagen, den gehen wir jetzt mal. Vielleicht ist es ein bisschen sicherer. Haben wir hier. Oh, wir nehmen ja erstmal das Zeug hier mit. Feuerkraut. Na, was erwartet uns da? Da hinten ist jemand. Ich kann allerdings nicht sagen, ob Freund oder Feind. Speichern. Vielleicht ist das ja dieser Chat. Das sieht hier sehr friedlich aus. Da ist noch mehr. Bin mir nicht sicher. Einsiedler. Okay, die haben mit Sicherheit wahrscheinlich wieder was gegen uns. Würde mich nicht wundern. Oder sind das mal friedliche Einsiedler? Ich sag mal was Neues. Na? Bitte lass uns hier in Ruhe leben. Nimm dir, was du brauchst und verschwinde wieder, bitte. Ich will jetzt nicht, ich wollte nur die Pflanzen haben. Ich will euch jetzt nicht großartig beklauen. Das Klebeband nehmen wir mal mit. Okay. Du bist doch bestimmt unser Ziel. Bitte, tu uns nichts. Wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben. Nimm dir, was du brauchst und dann geh bitte wieder. Erzähl niemandem, dass wir hier leben. Alles klar. Okay, das war aber nicht unser Ziel. Ne, wir brauchen nur noch das letzte Band, ne? Die letzte Audioaufnahme. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Und es muss hier im Gebäude sein. Dürfen wir hier reingehen? Okay, es hieß, wir dürfen uns alles nehmen. Nimm dir, was du brauchst und verschwinde wieder, bitte. Okay, die haben auf jeden Fall alle mehr Angst als Vaterlandsliebe hier.
Ja, wir gucken natürlich, ob wir was Spannendes finden. Wie Sprengraketen zum Beispiel. Warte mal, da war irgendwas. Am Besen. Tja. Kann ich das Klebeband nach Skyrim bringen? Ist ja geil. Da fehlt mir das nämlich immer. Also Kleber. Wobei man kann sich den Kleber ja auch selber herstellen in Skyrim. Nee, nicht Skyrim meine ich gar nicht. Ich meine, oh, jetzt verschlissener. Was war das? Ein verschlissener Brief? Ich meine natürlich Fallout 4. Schauen wir uns den Brief mal an. Verschlissener Brief. Da, verschlissener Brief. Absage. Sehr geehrte Damen und Herren, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Jobangebot in der Forschungsabteilung der Infinite Skies nicht meinen Vorstellungen entspricht. Daher sage ich Ihnen hiermit ab. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Gut, das ist jetzt nichts, was lebensnotwendig ist hier, ne? Außer so ein Heiltrank vielleicht. Die haben gesagt, ich darf es mitnehmen. Oh, hier kommen wir gar nicht hoch. Das heißt, wir müssen von außen da oben hingehen. Sollte ja kein Problem sein. Ich hoffe, die haben ja noch einen Schlafsack frei. Es wird dunkel. Alle Heimatlosen, lasst euch nicht von dem Irrsinn aus der Wüste täuschen. Und nehmt euch vor den Abhängigen in Acht. Kommt zu uns nach Ignadon und werdet Teil einer starken Gemeinschaft. Hier gibt es Nahrung, Bildung, Waffen und ein trockenes Heim. Kalan allein kennt den Weg zur Rettung. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. Ja, das mit der Nahrung ist ja nicht ganz richtig so. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Alte Münze. Oh. What the fuck? Hier war irgendwo das Heldenbrief 3. Gucken wir uns gleich an. Boah, hier muss ich mal irgendwie, kann ich die Perspektive ändern? Da hätte ich ja gerne einen Screenshot von, ne? Vielleicht für Thumbnail. Eine vergilbte Spielanleitung. Heldenbrief 5. Okay, ich ahne, was das Ganze ist. Das ist offenbar eine Rollenspielrunde. Und hier ist Bodenliebe 1. Hey, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich. Wir können ihn doch nicht hängen lassen. Na klasse. Da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Okay, ja, wir haben alle Nachrichten gefunden. Das war, offenbar sollte man diese Nachricht als erstes finden. Hier ist noch ein Heldenbrief. Ja, sieht mir ja stark nach so einer Rollenspielrunde aus. Natürlich gerade hier irgendwie eine beschissene Beleuchtung, ne, für so ein Foto. Da ist, hier war noch irgendwo einer. Ich will alles haben. Ja, das sind also die Raketenbohnen. Oh Mann. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eben diese Heldenbriefe an. Und so weiter. So, erstmal der Meisterbrief. Gibt Auskunft über den Meister des Gesellschaftsspiels, das blaue Auge. Ah ja, nicht das schwarze, sondern das blaue Auge.
Name des Helden, Bartisch. Kennzeichen, gesunde Ernährung und immer gut gelaunt. Scheitert jedoch regelmäßig an den mangelnden Vorbereitungen seiner Mitspieler. Zitate, ihr müsst da gemeinsam durch. Ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst, ach was soll's, dann lese ich halt im Regelwerk. Okay, Meisterbrief. Dann vergibte Spielanleitung für ein Gesellschaftsspiel aus der alten Welt. Das blaue Auge ist ein Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. Neben deiner Fantasie brauchst du nichts weiter als ein dickes Fell. Ziel des Spiels ist es, den Spielleiter und andere Mitspieler durch nicht enden wollende Diskussionen dazu zu bekommen, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleiden. Regel Nummer 1. Der Spielleiter hat nie recht. Regel Nummer 2. Hat der Spielleiter doch mal recht, tritt Regel Nummer 1 in Kraft. Okay, dann... Wo haben wir denn diese ganzen Heldenbriefe jetzt hier? Da, Heldenbrief 1. Und da haben wir Name des Helden, Elarion Drachenfreund. Kennzeichen, blödender und größenwahnsinniger Elf, der nicht klettern kann. Zitate, bravo. Heldenbrief 2. Shayariel Grimms Gewisper. Okay. Kennzeichen, liebreizende Elfe, heult zusammen mit ihrem Wolf den Mond an und geht jedem Schuster aus dem Weg. Holt ihre Pfeile nicht aus dem Baumarkt, sondern schnitzt sie selbst. Zitate, haltet alle mal die Klappe. Dann haben wir den Braklosch, Sohn des Bengram. Kennzeichen, Zwerg, der jede Mülltonne nach etwaigen Wertsachen durchsucht, lebt frei nach dem Motto, jedem das Seine und mir das Meiste. Zitate, teilen? Meine Faust teilt dich gleich. So, dann haben wir Name des Helden, Grobi, König der Holzfäller. Kennzeichen, benimmt sich wie die Axt im Wald. Glücklicherweise betritt er nur ungern Wälder, da er Bäume fürchtet. Zitate, reden aufs Maul. Dann haben wir Nummer 6. Name des Helden, Satuan Spechtstein. Kennzeichen, Streuner, der jeden Bibliothekar alt aussehen lässt. Sein Kompendium an Regelwerken und Büchern lässt jeden Spielleiter graue Haare wachsen. Zitate, ihr glaubt mir nicht? Dann schlage ich das jetzt nach. Heldenbrief 7. Heistenner. Oder Heistenner, wie auch immer. Kennzeichen, Stimme der Vernunft. Wenn alle Stricke reißen, setzt sie die Detektivmütze auf und bringt die Karten auf den Tisch. Zitate, das kann man sicher auch vernünftig re... Ach, mir hört ja doch keiner zu. Okay, das war's. Was das früher wohl mal war. Tja, offenbar waren es die Raketenbohnen, die Rocket Beans. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ihr könnt mich dann natürlich gerne noch eines Besseren belehren in den Kommentaren, wenn ihr da noch mehr drüber wisst. Ja, ich finde, es ist ein nettes Easter Egg für Fans der Rocket Beans. Gut, das war's für diese Folge, würde ich sagen. Ich denke, ich werde mir hier noch ein Bettchen suchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh, hier ist noch ein Goldbrocken. Hier an dieser Stelle wieder. Hier oben ist kein Bettchen, das heißt, wir müssen wieder nach unten. Na gut, aber das kann ich alleine. Ich bedanke mich fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.